Auf dem Rückweg von Banté Samré liegt auf der Straße nach Siem Reap das Landminenmuseum. Vor deren Sturz verteilten die Roten Khmer überall im Land Tretminen, um sich auf diese Weise gegen die einmarschierenden Vietnamesen zu wehren. Mehrere Millionen Landminen verseuchen noch heute das Land. Kambodscha ist das am stärksten verminte Land der Welt. Überall im Land sieht man verkrüppelte Menschen, deren Gliedmaßen bei der Explosion einer Mine abgerissen wurden. Den meisten bleibt nur noch das Betteln zum Überleben. Der Kambodschaner Aki Ra hat auf einem kleinen Gelände ein einfaches, aber eindrucksvolles Gruselkabinett dieser heimtückischen Waffen zusammengestellt. Auf einem nachgestellten Minenfeld können sich Besucher eine Vorstellung davon machen, welchen arglistigen Gefahren die Menschen in Kambodscha in 20 Jahren Bürgerkrieg ausgesetzt waren. Die touristischen Regionen sind weitgehend minenfrei, seit kurzem auch die Anlage von Kobalspin, welche wir ja vorhin besucht hatten. Allerdings gibt es immer noch schwer zugängliche Gegenden, besonders in Grenznähe, die bis heute vermint sind. Man sollte daher grundsätzlich darauf achten, die Wege nicht zu verlassen und die entsprechenden Warnschilder ernst zu nehmen. Sogar Zigaretten wurden zu Todesfallen umfunktioniert. Zahlreiche Hilfsorganisationen sind immer noch damit beschäftigt, die versteckten Minen zu orten und unschädlich zu machen. Hier im Landminenmuseum sind die gefundenen Minen und sonstiges Kriegsgerät ausgestellt. Herr Aki kämpfte bis 1992 als Minenspezialist gegen die Roten Khmer. Heute hilft er als Privatmann den Bauern in abgelegenen Gegenden bei der Entminung ihrer Felder. Diese Arbeit finanziert er aus Spenden, die über dieses Museum einnimmt. Auf einem kleinen Fernseher kann man ein Videoband verfolgen, auf dem Herr Aki über seine Arbeit berichtet. Oh, I like some of that nice beer.